Das waren sehr schöne Holzwände. Ja, bestimmt auch anders schön. Ja, es sieht ganz gut aus, sage ich mal. Ich muss zugeben, ich habe auch überlegt, ob ich sozusagen jetzt wie bei mir so richtig extrem reinfrieme, aber dann dachte ich so, ich spiele das Haus momentan nicht aktiv. Also habe ich es einfach nur erstmal so hingestellt, dass es fertig ist, ja, dass man es benutzen kann. Und wenn ich es mal aktiv spiele, dann kann ich sozusagen sagen, ah, die Tapete ist nicht hundertprozentig richtig, aber die kann man dann noch austauschen, sagen wir es mal so. Ach, da fällt mir was ein, meine Lieben. Erstens, wie gesagt, ich lasse es mal an euch, ob wir eine Basis oder eine teure Behandlung machen. Das ist die erste Frage. Und die zweite, die ich habe, ihr kennt euch doch aus. Die doofen weißen Couchdinger entfernt. Naja, ich habe sie eingefärbt. Na, also ich habe die Couchen gelassen und erstmal eingefärbt. Gute Frage. Ja, ist sie. Weil wie gesagt, wir haben momentan so ein bisschen Geldprobleme. Du würdest die teure nehmen. Natürlich, ich kenne dich doch. Und Kapu, was ist mit dir? Was würdest du nehmen? Alles gut, ja, natürlich. Aber ich kenne dich doch. Da hätte ich ja nicht fragen brauchen. Ne? Da kommt doch immer teure. Ja, ich habe noch eine zweite Frage, die sich mir gestellt hat, als ich in der großen Übersicht war. Wenn man sich um Haustiere, wenn man sich Haustiere anschafft, muss man sich um die Tierchen auch kümmern. Ja, sag das dem Hamster, der letzte Folge verstorben ist. Ich habe mich sehr gut um ihn gekümmert. Da ich zum ersten Mal ein LP hier von dir sehe, sonst kam ich in den Baumodus rein, weiß ich nicht, was ich aussuchen sollte. Okay, also ist ja nicht das Problem. Dann hören wir auf Lea. Die weiß immer, was zu tun ist. Die packt mich in den Ruin. Es gibt aber kein richtig und kein falsch. Ich sag's ganz ehrlich, es gibt kein richtig und falsch. Selbst wenn das Tier jetzt hier mit Behandlung ablehnen sozusagen nach Hause geschickt wird und stirbt, dann wäre es so. Dann muss ich halt gucken, wie es weitergeht. Ne? Also ich mache das immer so ein bisschen von euch abhängig. Wenn ich der Meinung bin, ich muss es steuern, dann greife ich schon ein. Ne? Wellness-Treats. Sonst kauft ihr Wellness-Treats. Ja, gut. Alles gut. Gut, teure Behandlung. Also komm, hier. So, die Katze, der geht's gut. Sie ist dann nicht mehr blau. Kosten 50 und damit kannst du dein Haustier auch heilen. Ja, aber dann meine schöne Tierklinik. Guck doch mal hier, die habe ich doch extra vor Monaten. Irgendwann mal, als ich noch die Vampire gespielt habe, habe ich die doch extra erschaffen. Was macht Marvin da? Er reinigt in fremden Häusern. Einfach mal so den Computer. Die ist echt schick. Ich danke dir, ich danke dir. Was? Jetzt habe ich dein Buch auf Amazon offen und da präsentiert mir Amazon die Neuigkeit, dass man nun auch dort jemandem folgen kann. Wusste ich echt nicht. Willkommen im Club? Ach. Was die nicht alles machen mittlerweile. Was? Schlammschlacht machen? Ich hoffe, dass der Tierarzt sich jetzt dann danach, ja, ich sag jetzt mal, reinigt und säubert. Aber danke, danke für die Info. Finde ich gut. So, einmal zurück. Wir haben die Katze gerettet. Sie wird nicht an was auch immer versterben. Ich glaube, mein Hund, also meine Vampirin, die Praxis hier leitet, die hat einen Hund. Und der kramt hier immer irgendwelche Federn und irgendwelche Geschenke raus. Ich glaube, da muss ich mal aufräumen. Irgendwann mal. Ich wollte euch noch was fragen. Zum Spielprinzip. Vielleicht wisst ihr es. Denn mir ist was aufgefallen. Ich hatte ja mir jetzt die kaputten, in Anführungszeichen kaputt implementierten Häuser, also die importierten Häuser, die waren an zwei kleinen Stellen eben reparaturbedürftig drin. Aha.
Habe ich ja repariert. Und ich gehe mal ganz kurz. Nur ganz kurz. Wir gehen danach wieder hier in das Spiel rein. Aber wir gehen mal kurz raus, damit ich erklären kann, was ich meine. Ich habe jetzt sozusagen hier eine Riesenvilla, die dank Lea erschaffen worden ist. Hier, dieses kleine Häuslein. Ja, $765.841 wert. Das ist eine Hausnummer. Ist ja auch ein Riesenhaus. Wenn ich da jetzt ganz klein mickrig, wirklich ganz mickrig, ist ein wirklich cooles Haus. Ja, also muss man mal so sagen. Wenn ich da jetzt ein Sim einziehen lasse, ich kann irgendeinen nehmen, ja, an raushalte hier, ich nehme irgendeinen, hier, den da, so, Haushalt in ein Grundstück verschieben. Wenn ich den da hinpacke, hat der ja dann Schulden. Pass mal auf, hier bestätigt. Der kriegt dann verbleibendes Budget minus 745.841. Das geht nicht. Ach stimmt, ich kann nicht auf OK klicken. Gibt es eine Möglichkeit, in dieses Haus trotzdem eine Familie dann reinzupacken? Das ist die Frage, die ich hätte. Weil ich habe ja das Problem. Du kannst das Haus platt machen. Capo, ich spiele ohne Cheats. Nur mal so, keine Cheats, keine Mods, nichts installiert. Ist auch Absicht. Also, ich bin nicht so der Cheat-Fan. Ist eine persönliche Sache. Und was CCs und so weiter angeht, auch eher lieber nicht, weil das Problem ist, wenn ich hier irgendwas baue und das dann freigebe und irgendein anderer von euch möchte das eventuell dann bei sich runterladen, dann braucht er ja unter Umständen die gleichen Add-ons und das ist dann ein bisschen doof, deswegen mache ich das nicht. Lea, ich vermute, ich weiß, wie deine Antwort ist. Gebe den Sims Geld mit Cheat und dann rein. Oder es wird ein Cheat geben, dass die da einfach einziehen können. Den Debug-Modus oder was das ist, ne? Enable Free Release Date. Aber sonst müssen deine Sims erst arbeiten. Und Lotto spielen ist auch eine gute Variante. Okay, also kurzum, man kriegt nicht die Sims einfach so rein. Ist wirklich witzig, weil die Auslieferung, wenn du sozusagen Add-on kriegst oder das Spiel neu kaufst oder sowas, dann sind ja die Gebäude eigentlich bewohnt mit den Sims und die können ja auch kein Geld haben. Also da cheatet die Entwicklungsabteilung auch. Okay, ich danke euch für den Hinweis. Ich habe noch eine zweite Sache. Moment. Hier oben ist das X. Lotte gibt 1 Million, wenn sie gewinnen. Ich sollte mal Lotto spielen. Also, Gewinnchance 0,00001% sicherlich, aber ist ja egal. ja, das sollte so sein. Wenn ich einstelle, dass die leeren Häuser bewohnt werden. Guck mal. Wo war's? War's nicht unter weiteres? Gameplay. Hier, da, Gameplay. Leere Häuser füllen ist bei mir schon immer an und es funktioniert nicht. Also das ist etwas, was ich nicht verstehe. Die Häuser sind mittlerweile alle leer. Es sei denn, ich habe, so wie hier, mal ganz kurz eine kleine Familie einquartiert. Ich glaube, die kennst du, Lea. Aber das ist irgendwie ganz komisch. Genau, das ist in Gameplay. Man bekommt dann auch Bescheid, wer gewonnen hat. Also vielleicht gewinnt auch der Nachbar. Da wird er ausgeraubt. Oder sowas. dann sollten die eigentlich irgendwann bezogen werden eigentlich. Und yeah! Ich dachte mir doch, dass dich das freut. ja. Aber wie gesagt, aus irgendeinem komischen Grund werden die Häuser nicht neu befüllt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und es ist mittlerweile so, dass wirklich, egal in welche Nachbarschaft ich gehe, hier die ganzen Häuser leer stehen. Ist ein bisschen, ist wirklich schade. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Wie sieht's eigentlich hier aus? Weil da sind ja die Vampire. Okay, der ist noch da.
Der ist nicht weggestorben. Also es liegt wirklich daran, dass die wegsterben. Und dann geht's hier nicht weiter. Ich dachte, da würde auch noch ein Vampir leben. Aber okay. Gut, wir gehen zurück zu Zulani, denke ich. Machen wir doch mal. Ja, du, also, das ist ein Bug, der hundertprozentig gefixt wird. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der ganz oben auf der Liste steht. Die Liste, die niemand kennt und niemand gefunden hat. Ah ja. Komisch, meine werden bewohnt sehr schnell und dann muss ich die immer gleich wieder rausschmeißen, weil ich doch meine Sims da einziehen lassen wollte. Ja. Hat alles Vor- und Nachteile, ne? So, wir sind wieder da. Wer ist denn das? Die kennen wir nicht. Das ist eine Seniorin, die haben wir noch nicht getroffen. So, Wassereinsparungstag ist bei, mehr jungen Frauen und mehr Männern ganz schlecht, wenn er mich fragt, aber egal. So. Oh. Ja, das lief gut. Er geht dann mal zur Arbeit. Und kommt dann wahrscheinlich ganz unglücklich zurück. Ja. Vielleicht mal einen Bug-Report ausfüllen. Vielleicht wissen die das noch gar nicht. Doch, die wissen das. Ich habe mal gegoogelt. Meine Recherche, die ich so hatte, war aus dem Jahre, ich glaube 2016 war der letzte Beitrag, dass das auftaucht. Kommentar ist, ja, das gibt's manchmal, da sind die Spielstände wohl ein bisschen kaputt. Ich könnte sozusagen nur, ich sag jetzt mal, den Spielstand neu erstellen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Problem ist bloß, kann man eigentlich eine laufende Familie exportieren? Und wenn ja, wo ist da der Klick mich? Also man kann ja Häuser speichern und in die Galerie laden. Aber ein Familien? Ja. Du nutzt die Funktion, du hast keinen Bericht. Ja, das ist sehr schön. Gut, so, alle sind bei der Arbeit. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir kriegen heute Geld. Ich bin hin wie weg, wir kriegen Geld. Wir sind dann nicht mehr pleite. Wenn die Familie in einem Haushalt ist, geht das prima. Echt? Wie denn? Du kannst auch Familien speichern. Die haben noch ihre Fähigkeiten und ihr Geld und ihre Beziehungen in der Familie. Aber die Freundschaften und Haushaltsinventar wären weg. Ja gut, damit habe ich gerechnet. $1,456 haben wir wieder. Und da sie sich draußen... Sag mal, die Meldungen sind doch neu. Da sie den Lebensstil Naturfreak verfolgt, konnte sie aufgrund ihrer Vorlieben, sich draußen aufzuhalten, ihre Leistung erhöhen. Seit wann kriegen wir denn solche netten Meldungen? Bisher war doch immer nur die Meldung, sie war draußen. Und da fällt mir übrigens ein, wir müssen uns was mit Marvin ausdenken. Lotti, hallöchen. Mensch, du auch hier. Schönen Sonntag. So, kannst du aber löschen, indem du das Haushaltsinventar ins Haus packst, platzierst, das Haus gespeicherst und die Familie lässt du dann da einziehen. Ja gut, das ist eine gute Variante. Problem bloß ist, wenn ich das mache, muss ich wirklich jedes Grundstück, was irgendwie von mir bearbeitet worden ist, speichern. Und wir verlieren alle Familien, Freunde, ne? Also deswegen, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das machen. Je. Irgendwann. Okay. Musst nur neue Freundschaften schließen und die Familiengeschichte, also Tene. Der Tane ist weg. Nein, das geht nicht. Tut mir leid. Also wenn der Tane weg ist, muss ich vorher den Grabstein mitnehmen, damit der Tane bleibt. Wobei, vielleicht ist der dann neu. Weil neuer Spielstand müssten doch alle Sims wieder resettet sein, die eigentlich mal mitgeliefert worden sind. Und der Tane, der war ja nicht von mir erstellt, der war ja ein Zufallssim, den ich einfach eingeheiratet habe. Was willst du machen? Ich habe das Problem, dass bei mir die leeren Häuser nicht befüllt werden. Und deswegen hatte ich gerade gesagt, vielleicht sollte ich mal den Spielstand resetten, also praktisch einen neuen Spielstand machen und dann alle Familien und Häuser, die ich so gebaut habe, umziehen lassen. Darüber reden wir gerade, Lotti. Aber da sind viele NPC-Familien und Sims. Oh Gott, oh Gott. Aber ich habe erstmal eine Frage hier. Zusätzliche Schulung. Der Chef von Marvin schlägt ihm vor, an einer Schulung teilzunehmen. Was soll er tun? Selbst teilnehmen oder einen Kollegen dahin schicken?
Wichtig, wichtig, Leute. Er fragt nach, was er tun soll. Er ist vollkommen unentschlossen. Und wenn er unentschlossen ist, bin ich es auch. Ja, ich könnte auch in die leeren Häuser selbst Sims reinpacken. Richtig, da hatte ich bloß das Problem, wir haben ja Häuser wie zum Beispiel eine kleine, klitzekleine Burg von der lieben Lea. Ein Batman-Schloss hat sie das so schön liebevoll genannt. Und das Ding hat 750.000 etwas drunter als Wert. Da kriege ich keinen Sim rein. Die sind alle pleite. Oh ja, ist klein. Wie gesagt, ganz klein. So, was habt ihr denn alles geschrieben jetzt? Hast du mal versucht, den Spielstand zu kopieren? Nee, kopieren in dem Sinne noch nicht. Ich habe nur neu gespeichert, also sozusagen unter unterschiedlichen Slots gespeichert und dann auch unterschiedlich geladen, da passierte nichts. Kannst du selber teilnehmen? Ist ja noch nicht so lange dabei. Und mega günstig. Du, das Ding ist klein und mega günstig, ja. Okay, so, also ich soll selbst teilnehmen, sagst du. Na gut, dann machen wir das. Ah. Mittelgroß. Marvin ergreift die Chance, an der Schulung teilzunehmen und verbessert seine Fähigkeiten. Ich hätte übrigens auf euch hören sollen. Ich hätte Marvin aus dem Job nehmen sollen. Ich denke, es war nicht gut, dass er weiterhin diesen Job macht. Weil wir wissen ja, er will draußen sein. Oh, apropos, wir sind ja jetzt da. Jetzt kann sie mal nach Hause gehen. Feuern, wir feuern sie. Nee, bitte abzeigen, weggehen, Trinkgeld geben. Komm, wir haben Geld. Hat unser Sim gerade den Kühlschrank mehr oder minder fast demoliert? Der arme Kühlschrank, der kann doch nichts dafür, wenn sie schlechte Laune hat. Was ist denn los? Sie kriegt jetzt das, was Marvin bräuchte. Hallo Miri, ich gehöre einem Sportverein an, der vor kurzem eine Menge negative Presse erhalten hat, da einer unserer gut bezahlten Stars sich total daneben benommen hat. Dein wunderbarer Ruf könnte uns helfen, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Wir würden dich gern zur Sportlehrerin machen. Du könntest als Tanzgruppenleiterin in Rang 4 beginnen und wir würden dir helfen, deine Fähigkeiten für die erste Liga zur Perfektion zu bringen. Bist du dabei? Oh je. Viel Tee und eine Decke einkuscheln. Was? Moment. Jetzt habe ich den Anfang nicht mitgekriegt, bin heute nicht gut drauf. Fühle mich, ob ich eine Grippe bekomme. Hoffentlich nur eine Grippe, also eine leichte Erkältung. Nichts Schlimmeres. Alles Gute, gute Besserung. Wirklich das, was Lea sagt. Einkuscheln, in eine Decke und Tee trinken. Viel Flüssigkeit hilft immer. Gute, gute Besserung und nicht, dass es schlimmer wird, ne? Und Lea, nicht vielleicht hilft es, das hilft. Man muss einfach dran glauben, dass es hilft, dann geht es einem auch relativ schnell wieder besser. So, wenn es noch seinen Geist gibt, könntest du Tane seinen Geist der Familie hinzufügen, dann ist Tane auch im neuen Spielstand mit dabei. Also ich lehne mal hier das Jobangebot ab, weil ich bin mit ihr und ihrem Job sehr, sehr glücklich. Okay, Fieber hast du keins, ist nur, dass du morgen wieder arbeiten gehen sollst, willst, musst. Ich hab's verstanden. Warum nimmt sie den? Ich muss kurz was gucken, nicht, dass es hier reinregnet. Sie hat den Regenschirm hier drin. Ich glaube, das ist ein Bug. Und wegschicken. So. Stimmt, Aiden ist ja bewiesen, dass Placebo-Effekt einen Effekt hat, selbst auf Schmerzmittel. Insgesamt. Also, ich kann nur sagen, wer positiv, klingt jetzt blöd, positiv an Krankheiten rangeht. Aber wer das macht, dem geht es in der Regel besser. Also klingt wirklich ein bisschen merkwürdig, was ich gerade sage, aber bezüglich chronischen Krankheiten kann ich nur sagen, man muss damit irgendwie umgehen können und das muss man halt auch lernen unter Umständen und
Da darf man nicht sagen, ah, oh, verdammt nochmal, das ist schon wieder da oder so, sondern einfach nur sagen, okay, ist halt so. Und dann eben denken, das geht dann wieder weg. Ja, oder wird besser oder sowas. Positiv bleiben hilft. Perfekter Anfang nach 6 Wochen Krankheit. Du, Lotti, ich kenne das von früher auch noch, dass praktisch in dem Moment, wenn du krank bist, kommst du hin und prompt bist du wieder oder hast du irgendwas. Ich kenne das. Deswegen alles, alles Gute und lass dich dann morgen auch nicht, falls ich das jetzt vergesse später noch zu sagen, nicht zu sehr ärgern und vor allem nicht stressen und schön ruhig, egal wie sehr sie auf dich einrennen, sage ich mal, weil das kommt definitiv. Ne? Du bist dann wieder da und dann heißt es sofort 100% Power geben, obwohl man das vielleicht gar nicht so richtig kann und deswegen immer schön mit der Ruhe und zwischendrin mal durchatmen. Das hilft. Wir wissen jetzt einfach nicht alles. Was? Ich fange mal vorne an. Ja, nein, ist so. Hast recht. Wir haben noch viel Wissen, was in der Zukunft auf uns wartet. Wir wissen jetzt einfach nicht alles. Das ist mein Standpunkt. Da kommt noch mehr. Es wäre schlimm, wenn wir schon alles wissen. Warum wäre es schlimm? Weil dann auch die Fantasie und der Antriebskraft der Menschheit weg wäre. Das ist so. Wenn wir uns nichts mehr vorstellen können, was es vielleicht gibt, was wir noch nicht kennen, haben wir auch keinen Grund weiterzumachen als Menschheit. So sehe ich das. Aber ist nur mein Ansatz oder meine Denkphilosophie sozusagen. Und deswegen, nein, wir wissen nicht alles, denn wir wollen ja noch weiter forschen. Und solange wir noch nicht alles wissen, können wir noch forschen. Wichtig. Ja, wie schön der Meerjungfrauenschwanz. Oh Gott, was für ein Wort. Die habe ich ja damals auch noch relativ, habe ich die noch sehr intensiv erstellt oder wurde die ziemlich so genommen, die Figur? Wie war denn das? Wir haben schon so lange das Spiel gespielt. Oh Gott. Ah ja. Ich danke fürs Kompliment. Also, habe ich noch was überlesen von euch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich bin auf alles eingegangen sozusagen. So, jetzt gucken wir hier gerade ihr beim Rumtreiben zu. Es ist noch nicht freigegeben. Soll ich es mal freigeben? Fragezeichen. Es ist noch nicht fertig. Deswegen habe ich es eigentlich noch nicht wirklich freigegeben gehabt. Aber wir können ja mal einen Zwischenstand machen. Intelligentes Bild hier. Ich weiß gar nicht. 3 sind es, glaube ich. Und 4. Nochmal bei mir hier so ein Speichern. Und wir können ja auch in die Wolke das Ganze mal hochladen. Und ich erzähle auch gleich, was noch nicht fertig ist. Aber ich glaube, ihr wisst es, ne? Mega intelligent, bei dir auch. Das ist super. So, ich hab's einfach mal freigegeben. Was ist noch nicht fertig? Lieber Tubasis, genau. Danke, Lea. Und eben hier hinten, aber da fehlt dann auch das Geld, noch der zweite Raum. Also zwei Räume fehlen. Einmal die Batu-Basis hier und hier dann der Spukkeller, der dann mit dem Dienstag erscheinenden DLC hoffentlich noch kommt. Der fehlt halt. Und hier draußen noch ein bisschen Deko. Ne? Also das ist sozusagen noch rudimentär, aber ihr könnt gerne weiterbauen. Deswegen, ich habe es mal freigegeben. Falls ihr es haben wollt, 50x50 werdet ihr brauchen. Na dann, viel Spaß bei der Wäsche. Apropos Wäsche, meine lieben Freunde, wir haben ja hier oben eine Waschmaschine, fällt mir gerade ein. Und mir ist aufgefallen, es häufte sich sehr schnell sehr viel Wäsche. Kann es sein, dass man, wenn man die hat und man hat hier mehr Jungfrauen, die ständig ins Wasser hüpfen und sich daher umziehen, im Prinzip, dass man aus dem Waschen nicht mehr rauskommt? Und das Wichtigste haben wir hier übrigens draußen noch nicht. Es regnet zwar gerade, aber ich mach mal kurz eine Wäscheleine. Wie heiße ich in der Galerie? Ich zeig's dir.
Ja. Eden-Soral. Und dieses intelligente Bild. Das ist es. Und die hast du auch im Prinzip schon zu sehen. Ich habe meine selbstgebauten Häuser, soweit es geht, freigegeben. Ich habe keine Beschreibung reingepackt. Also sie sind einfach nur da, ja. Einige sind ein bisschen schöner geworden als andere. Hier dieser große Tempel, der ist ganz hübsch. Wie gesagt, einige sind älter in der Erstellvariante und einige sind jünger. Und ich hatte auch hier sie hier in der Erstellung, in der Frischerstellung hatte ich sie sozusagen freigegeben. Bitte sehr. Jedes Outfit kommt in den Wäschekorb. Ja, toll. Wenn sie sich in Badesachen umziehen, in warmen Wettersachen, wir brauchen mehr Wäschekörbe und mehr Waschmaschinen. Ihr wisst, wie oft die sich bei mir umziehen. Ich meine... Oh, danke. Danke für den Follow. Ich meine, die ziehen sich doch hier bei mir eigentlich im Prinzip ständig um. So, wo stelle ich denn das Ding hin? Ich weiß, es regnet gerade, was ein bisschen doof ist. Aber... Muss mal kurz gucken, wo sieht denn das optisch ganz nett aus?